Müll, Dreck, Tierfäkalien. Cordula und Josef leben seit 2 Jahrzehnten im vermüllten Chaos. Nur die älteste Tochter der 6-fachen Eltern lebt noch zu Hause. Für den Chaos sind meine Eltern dran schuld. Ich schaffe es nicht, alleine aufzuräumen. Wegen der Verwahrlosung kommen vor 16 Jahren alle 6 Kinder in ein Heim. Seitdem besteht kaum Kontakt zu den inzwischen erwachsenen Kindern. Ich kann den Kontakt zu meinen Eltern jetzt nicht so aufbauen, weil das ist halt alles so dreckig daheim. Von den Eltern nichts beachtet werden. Und ja, schon komisch, aber man lebt halt. Der Unfalltod des ältesten Sohnes vor 6 Jahren verschlimmert die Situation im Haus. Seitdem herrscht Hoffnungslosigkeit bei dem messikranken Ehepaar. Die Situation kann ich eigentlich kaum überwinden. Wie schlimm war das? Maria, wie ist das für dich? Also für mich ist es unangenehm. Wir waren halt auch mal krank davon gewesen. Das ist ja auch kein Ort zum Leben hier, ne? Da kann man nicht leben. Ja, also. Werden die den Start in ihr neues Leben meistern? Lengenwang im Ostallgäu. In der kleinen idyllischen Gemeinde im Voralpenland leben knapp 1400 Menschen in einer von Landwirtschaft geprägten intakten Dorfgemeinschaft. Doch in dem scheinbar geordneten, sauberen Dorf gibt es einen Hof, den ein dunkles Geheimnis umschattet. In dem Chaos, Müll und Gestank zu Hause sind. Das Haus der Familie. In der Küche des Hauses stapeln sich Berge von alten Lebensmitteln, Papier, Müll und Ungeziefer. Nur noch Mäuse und Ratten kriechen aus ihren Ecken und fühlen sich hier wohl. Auch im Wohnzimmer ist seit Jahren nicht mehr geputzt worden. Schmutz und Müll verteilen sich über den gesamten Raum. Unhygienischer Dreck im Badezimmer. Hier möchte man sich nicht waschen müssen. Und auch in den oberen 2 Etagen des Hauses herrschen seit 20 Jahren katastrophale Zustände. Neben den Müllbergen und Unmengen von Elektroschrott hinterlassen Katzen, Fäkalien und Urin in allen Räumen. Das gesamte Haus ist so verwahrlost, als ob seit Jahren niemand mehr hier leben würde. Doch das Allgäuer Ehepaar Cordula und Josef lebt seit 2 Jahrzehnten in diesem Haus. Morgen. Steh mal auf. Cordula ist 46 Jahre alt und verdient ihr Geld als Zimmermädchen in einem benachbarten Hotel. Der 51-jährige Josef betreibt eine kleine Landwirtschaft und jobbt nebenbei als Gelegenheitsarbeiter in einer Baumaschinenfabrik. In der obersten Etage des Messi-Hauses wohnt die älteste Tochter Hildegard, die ebenfalls als Zimmermädchen arbeitet. Als einzige von 6 Kindern lebt die 25-Jährige wieder bei ihren Eltern. In meinem Haus, da müsste ich noch einiges machen, weil ich mich da nicht so gut wohlfühle und eigentlich einiges ändern möchte. Der Müll fällt mir jetzt nicht mehr so direkt auf, und weil ich mehr oder weniger eigentlich nicht mehr in alle Räume so richtig komme. Ich schaffe es nicht, alleine aufzuräumen, weil so viele Sachen rumstehen. Also, Also in der Küche das Essen zuzubereiten ist einfach nicht schön, weil man nichts findet und im ganzen Chaos da. Und die Lebensmittel anzuschauen, wie es ist, und die Unordentlichkeit, das ist nicht wirklich schön. Wohlfühlen tue ich mich nicht wirklich da in dem Haus. Für den Chaos
sind zum größten Teil auch meine Eltern dran schuld. Ich räume den Müll schon weg, aber da staut sich immer wieder an der Müll dann. Also ich habe so viele Sachen, aber ich sehe mich nicht als Messi. Also wir sind zu dritt verantwortlich. Also Hildegard, ich und der Mann. Ich bin meinen Eltern nicht böse deswegen. Kein Mensch ist perfekt, wie man es nennt dann. Während Landwirt Josef sich liebevoll um die Versorgung der eigenen Milchkühe kümmert, gehen Cordula und Hildegard in einem benachbarten Hotel ihrer täglichen Arbeit nach. Beide sind schon seit mehreren Jahren als Zimmermädchen beschäftigt. Jenseits ihrer eigenen vier Wände ist Putzen und Aufräumen das tägliche Brot der beiden Frauen. Also da ist ein Fleck, den musst du besser machen. Das machen wir mit dem Leder. Mit dem Leder machen wir das. Ich weiß, wie man putzen tut. Ich mache es im Hotel auch. Also im Hotel sind bloß ein paar Zimmer. Und zu Hause sind es mehrere Zimmer, wo ich da aufräumen müsste. Das schaffe ich nicht alleine. Auch wenn es zu Hause mit dem Putzen nicht klappt, bei der Arbeit gibt es nur Lob für die beiden Angestellten. Gut, dann schaue ich mal, ob alles okay ist. Also jetzt gucken wir mal, Staub habt ihr gewischt? Also nicht nur Hausfrau, sondern richtig Profi. Wenn ich höre, dass bei Hildegard und Cordula Müll und Katzenkot rumliegt, ja, das ist eklig, also schüttelt's mich. Cordula und Josef sind Eltern von insgesamt 6 Kindern. Doch das am Messi-Syndrom erkrankte Ehepaar müllte das Haus und damit die Lebensumgebung der Kinder kontinuierlich zu. Vor 16 Jahren schritt das Jugendamt ein. Alle 6 Kinder mussten in ein Heim. Da uns das Jugendamt die Kinder weggenommen hatte, da haben wir eigentlich auch von unserer Sicht aus nicht mehr viel geändert, und weil das eigentlich nichts mehr gebracht hätte. Die Kinder haben mir weggenommen, weil ich überfordert war. Weil alle 6 also sind weggekommen. Also ich habe alles Mögliche versucht, aber es hat nichts geholfen. Gedanklich und sorglich bin ich immer noch, dass es so weit passiert ist. Und da fällt uns einfach teilweise auch die Lust, um einiges mehr zu machen. Schlecht ist das. Im benachbarten Ort Oberstaufen wohnen inzwischen in eigenen Wohnungen 2 Töchter von Cordula und Josef. Die 22-jährige Maria und die 19-jährige Angelika besuchen ihre Eltern nur noch selten. Krass. Ja, du möchtest nicht mit. Wie schaut's eigentlich da aus? Wann warst du das letzte Mal? Ja, eigentlich auch. Ja, vor einem halben Jahr ungefähr. Und da bin ich eigentlich ins Wohnzimmer nur gegangen, weil die anderen... So dreckig, oder? Ja, ist immer noch so dreckig. Ich kann den Kontakt zu meinen Eltern jetzt nicht so aufbauen, weil ich daheim nicht so schlafen kann und auch wohnen kann und so. Und das ist halt alles so dreckig daheim. Also ich habe dort bei meinen Eltern 6 Jahre gelebt. Und da hat es auch schon so ausgeschaut, weil das war alles voll und auch dreckig. Und war halt nicht schön, dort zu leben dann auch. Wo wir ins Kinderheim gekommen sind, da hat uns das Jugendamt geholt. Da haben noch 2 Kinder geschlafen. Und die hat man dann aus dem Bett gerissen und hat dann sie einfach mitgenommen. Und da war auch Polizei und Feuerwehr da. Und dann haben sie uns ins Kinderheim gefahren. Für mich war das eigentlich traurig, dass sie mir nicht so die Liebe gegeben haben. Weil viele Kinder sind halt mit den Eltern aufgewachsen und haben halt auch die Liebe zu den Eltern gehabt. Ja, für mich war es traurig und so. Besucht haben wir sie am Wochenende dann. Besuchswochenende oder Besuchstage, wenn sie aber hochkommen sind. Und sonst haben wir sie eigentlich nie gesehen. So. Ja, es ist nie leicht, so von den Eltern so nicht beachtet werden. Und ja, das ist halt trotzdem Familie so. Ja, schon komisch, aber man lebt halt so. Seit über 16 Jahren begleitet das Trauma die gesamte Familie. 4 Töchter und 2 Söhne wachsen ohne ihre Eltern auf. Der sprachbehinderte Sohn Josef lebt bis heute im betreuten Wohnen. Sohn Georg will im Erwachsenenalter seinen Eltern helfen.
Doch dann, vor 6 Jahren, trifft das Ehepaar unerwartet ein weiterer schwerer Schicksalsschlag. Das ist schon fast 6 Jahre her, dass unser großer Sohn uns wegen einem tragischen Verkehrsunfall sein Leben lassen musste, dass er nicht mehr unter uns ist. Und die Situation kann ich eigentlich kaum überwinden. Also der war Beifahrer. Und der Fahrer ist halt so, was weiß ich, wie es gegangen ist, und er fällt in einen Baum nach. Auf der Fahrerseite ist ein Baum nach, und der hat es natürlich gut mitgenommen und hat 5 Liter Blut, also 6 Liter Blut verloren fast. Wir sind leider nicht vorgefahren. Und dann haben sie gesagt, ja, sie konnten leider nichts bewacht für ihn. Ja, schön war das. Der unvermittelte Tod des 18-jährigen Sohnes hat bei Cordula und Josef tiefe Spuren hinterlassen. Doch Tochter Maria hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Nach 16 Jahren Heimleben möchte sie heute als Erwachsene ihren Eltern helfen. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Gut? Gut. Ja. Doch. Was macht's ihr so? Nicht so viel, also arbeiten. Ja. Wenn Maria kommt, bin ich glücklicher, also wenn sie da ist. Ich würde mir wünschen, wenn das alles in Ordnung wäre, also wenn das alles sauber wäre, dann hätte sie wieder mehr kommen. Fühlt sie euch hier wohl? Nö. Nicht? Nicht so. Nicht so? Nö. Ihr wisst ja, dass wir halt nicht so gern kommen. Nö. Hast du schon mal gesagt? Ja. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir halt wieder alle zusammenkommen und dann auch wieder ganz normal reden und wie eine Familie sind. Schaut, das ist die Stelle, wo ich meine. Mhm. Findet ihr das nicht eklig, wenn das da liegt? Ja, 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 aber ihr nehmt es mich schon ernst, dass ich das jetzt ernst meine mit dem, oder? Ja, ja, das ist schön. Das stimmt schon. Ich sag das jetzt nicht nur so, weil es mir Spaß macht, aber... Nee, das glaube ich dir schon, das ist eklig, ist das. Also, das gehört weg, das gehört schon weg, alles. Ja. Also, es ist mir unangenehm, dass meine Tochter so sagt das zu mir. Und als wir zum Kinderheim gekommen sind, da habt ihr auch Hilfe gekriegt vom Jugendamt und habt es nicht angenommen. Warum eigentlich nicht? Das weiß ich auch nicht, also... Ja, da haben wir auch wieder uns selber schwer vernachlässigt, denke ich, haben wir mal von dem her gesehen. Mhm. Wo wir dann ins Kinderheim gekommen sind, wo ich jetzt 6 Jahre alt war, fand ich, dass es dann schlimmer geworden ist daheim. Meine Eltern brauchen dringend Hilfe, weil so kann das eigentlich nicht weitergehen, weil das wird immer von Jahr zu Jahr schlimmer. Und die Hilfe naht. Zwei Experten haben es sich zur Aufgabe gemacht, an Messi-Syndrom erkrankten Menschen wie den Suiters zu helfen. Zwei, die sich über ihre eigenen Grenzen hinweg einsetzen, um anderen den Weg aus dem Chaos zu zeigen. Therapeutin Sabina Hankel-Hirtz arbeitet seit Jahren erfolgreich mit Messis zusammen. Und Dennis Karl ist ein erfahrener Entrümpler. Ein Mann fürs Grobe mit großem Herz. Ja, grüß Gott. Grüß Gott, ich bin die Sabina, hallo. Hallo. Ich bin der Dennis, hallo. Ja, grüß dich, hallo. Kommen Sie bitte mit rein. Ja, gerne. Danke. Was ist das für ein Raum hier? Das Wohnzimmer. Ah, das ist das Wohnzimmer. Wohnzimmer, sag ich. Ah, ja. Als ich das Haus betreten habe, das Erste, was mir entgegengeschlagen ist, war ein bestialischer Gestank. Als ich mich so ein bisschen umgeschaut habe, habe ich jede Menge Mäusekot gefunden. Ja, die Spinnen sind auch nicht zu übersehen. Die Fliegen an der Decke, Wahnsinn. Maria, du wohnst nicht hier, bist aber heute zu Besuch. Ja, genau, um meine Eltern zu unterstützen und weil ich euch gerufen habe. Toll, dass du uns gerufen hast. Wollen wir denn mal los und uns den Rest des Hauses anschauen? Maria, kommst mit? Ja. Zeig's uns alles, ja? Ja. Super. Okay. Das ist die Küche? Ja. Der Anblick von 20 Jahren aufgestapelten Müll ist auch für die Experten Sabina und Dennis schockierend. Der Raum ist durch die extreme Vermüllung kaum mehr als Küche zu erkennen.
Das ist ja hier das totale Chaos. Ne? Mein lieber Mann, da habt ihr aber gut euch Mühe gegeben hier. Hier ist auch alles voller Mäusequettel. Ihr habt Untermieter jede Menge. Ne? Ja, jede Menge. Ja? Die jede düsen Menge. Hier durch die Gegend. Ich glaube, hier lebt ja alles. Ja. Maria, wie ist das für dich, wenn du das hier so siehst? Ist das für dich eine Küche? Also für mich ist es unangenehm, weil überall auch Lebensmittel sind. Und ja, wir waren halt auch mal krank davon gewesen. Und ja. Ihr wart mal krank, also ihr Kinder? Ja, genau. Ja, das glaube ich. Das ist ja auch kein Ort zum Leben hier. Ne? Da kann man nicht leben. Die Küche fand ich total erschreckend, weil die Küche ist für jeden Menschen ein sensibler Bereich. Da muss auf Hygiene geachtet werden. Und in der Küche wimmelt es nur so von Mäusen, Spinnen, Fliegen und Unrat. Die Lebensmittel hier, Brot und so, das ist alles zum Verzehr noch gedacht, oder? Das wäre gestern angeschnitten. Hast du gestern angeschnitten? Mhm. Aber stell dir mal vor, guck mal, du hast hier dein, die Lebensmittel, die stehen hier. Mhm. Und hier sind lauter Fetzen hier, das haben die Mäuse zerschreddert. Ja? Jetzt stell dir mal vor, du legst das dahin. Mhm. Und heute Nacht kommen die Mäuse, fressen dein Brot an und morgen wollt ihr das wieder essen. Das ist nichts, ne? Ist schlecht, ja. Mäuse in der Küche übertragen einen Haufen Krankheiten. Ja? Also Mäuse, wenn die über eine Arbeitsplatte drüber laufen, verlieren die ständig tröpfchenweise Urin. Diesen Urin nimmt man auf, wenn man sich ein Brot macht oder sonst irgendwas. Und das ist einfach nur gefährlich. Das ist euer Badezimmer, ja? Darf ich mal schauen, Josef? Ja? Oi. Auch das Badezimmer, ein Ort der Verwüstung. Berge von Dreck, Ramsch und leeren Verpackungen. Kein Platz für Hygiene, sondern eine Müllhalde. Ein erschreckender Anblick selbst für die hartgesottene Messi-Expertin Sabina. Also das ist das Bad. Das ist ja ein Kühlschrank, oder? Eine Gefriertruhe, ne? Mehr oder weniger Waschbecken. Waschmaschine, Waschbecken. Oh, ich geh mal hier schon. Ah, und da ist die Toilette. Mhm. Ui. Oh. Als ich in das Bad gekommen bin, war ich erstmal komplett sprachlos. Es war sehr ekelhaft, aber ich habe dieses der Familie nicht direkt gesagt. Der Grund ist ganz einfach. Ich als Therapeut muss erstmal Nähe schaffen, damit ich überhaupt an die Menschen herankomme. Der Gang in die erste Etage zum Schlafzimmer des Ehepaares ist für die Experten ein Gang durch eine stinkende Müllkippe. Seit Jahren hat die vom Schicksal gebeutelte Familie ihr Haus verkommen lassen. Ui, das ist euer Schlafzimmer. Ja, machen wir dann. Auch das Schlafzimmer der Familie ist mit Abfall und alten Sachen vollgestellt. Das Ehepaar schläft inmitten eines riesigen Müllberges. Alter Elektroschrott, Schmutz und Tierhaare in allen Ecken. Kein Platz, an dem man wirklich zur Ruhe kommen kann. So als kleine Kinder geht man ja manchmal gerne zu Mama und Papa noch ins Bett und kuscheln. Habt ihr so etwas gemacht, als ihr klein wart? Also nicht, dass sie wüsste. Hm. Wie empfindest du das denn, Cordula, dass das so verschmutzt ist hier? Also auch ich sehe überall, dass da ganz doll Haare auf dem Bett sind, so Katzenhaare. Stört dich das nicht, dass die ganzen Haare im Bett? Doch, das stört mich schon. Also. Hm. Und hinten, darf ich da mal schauen, hinter dem Bett? Oh ja, ist auch schon lange nicht mehr gestaubt worden, ne? Wow. Weiß, dass es auch sehr ungesund ist, Cordula. Ich weiß schon. Ja. Wisst ihr, was gemacht geht? Na, schläft man eigentlich nicht so gerne drin. Nee, das ist unangenehm, also man schläft. Bei Cordula und Josef im Schlafzimmer, es war komplett vorgestellt mit Bildschirmen, es war schmutzig, überall lag richtig hoch Schmutz und der Geruch war unglaublich. Es war wirklich wie in einer Biotonne. Puh, ja. Wollen wir mal in die nächsten Zimmer reingehen?